Eine Achsdeformität am Bein ist gekennzeichnet dadurch, dass es zu einer Abweichung kommt in einer der drei Ebenen des Raumes. Entweder eben in der vorderen Ebene, das würde sich dann beispielsweise in einer Abweichung im Sinne eines X- oder O-Beines zeigen, oder in einer transversalen oder durchgeschnittenen Ebene des Körpers, wo entsprechend eine Veränderung der Wendung des Schenkelhalses gegenüber der Ebene des Kniegelenkes vorliegt.